Klimaaktivisten aus ganz Europa haben ihre Proteste rund um den Kohletagebau Garzweiler fortgesetzt. Eine Gleisblockade von rund 800 Menschen wurde von der Polizei aufgelöst, eine andere Bahnstrecke blieb weiter blockiert. Zehntausende Teilnehmer werden erwartet, allein in Jüchen versammelten sich 5000 Demonstranten. Wir müssen den nächsten Schritt gehen. Wir müssen uns die Geschichte der sozialen Bewegungen ansehen. Wir müssen uns die Geschichte der Bewegung für Klimagerechtigkeit ansehen. Wir müssen jetzt selbst aktiv werden und klar machen, es muss aufhören. Sonst werden zukünftige Generationen dafür bezahlen. Ganz wichtig ist, auch gestern die Demo, den Druck zu erhöhen auf die Regierung und einfach für Klimapolitik zu stehen. Und es ist viel zu wenig von der Politik gekommen. Und es ist aber sehr, sehr motivierend, dass so viele Leute hier sind, aus so vielen verschiedenen Ländern. In 5 Zügen haben sich die Demonstranten seit dem Vormittag auf den Weg nach Garzweiler gemacht. Hunderte Aktivisten haben inzwischen die Absperrungen überwunden und halten sich im Tagebaugelände selbst auf. Die Polizei hält Wasserwerfer und Räumpanzer bereit.